Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute in einer weiteren Folge von Rausgefischt und Vorgestellt stellen wir euch einen 1000-seitigen Roman vor über den 30-jährigen Krieg. Ich gestehe gleich, dass ich den Roman noch nicht gelesen habe und wir uns auf unseren Markus verlassen müssen mit den Informationen über den Roman. Aber die Quelle ist verlässlich. Dafür bürge ich. Jedenfalls ist Ricarda Hoch eine deutsche Schriftstellerin, die zwischen 1864 und 1947 gelebt hat. Sie war Schriftstellerin und Historikerin. Als erste Frau im deutschsprachigen Raum hatte sie in Geschichte promoviert. Ganz besonders wichtig ist auch, finde ich, dass sie in der Zeit des Nationalsozialismus unbestechlich blieb und jedwede Loyalität mit dem Hitler-Regime verweigerte. Der große Krieg in Deutschland ist ein Werk über den 30-jährigen Krieg. Es erschien in drei Bänden zwischen 1912 und 1914. Das Buch hat, wie vorher schon gesagt, weit über 1000 Seiten und gilt als Hauptwerk dieser deutschen Dichterin. Es ist weder ein historischer Roman, wie wir sie heute kennen, noch ist er ein wissenschaftliches Werk. So steht es übrigens auch in Wikipedia drinnen. Deswegen meine Frage an dich, Markus. Wo liegt jetzt die Stärke in dem Roman? Ja, die Stärke dieses Werks liegt in hunderten Anekdoten und Berichten aus dem Alltag bekannter und unbekannter Protagonisten, die während dieses Krieges lebten und in der Vor- und in der Nachphase. Es ist eine unglaubliche historische Fleiß- und Recherchearbeit, die Ricarda Hoch dahingelegt hat. Der Nachteil ist, es fehlt manchmal der größere Zusammenhang, also der rote Faden, und die Schilderungen verirren sich zumindest für meinen Geschmack bisweilen zu sehr im Detail oder kleben an Nebensächlichkeiten. Also würdest du sagen, es ist ein Roman, der gelesen wird von Leuten, die ganz, ganz gerne in vielen Details unterwegs sind und sich das große Ganze dann aber selber zusammenstückeln müssen? Ja, es wird historisches Vorwissen verlangt. Also die wichtigsten Eckdaten des 30-jährigen Krieges sollten dem Leser schon geläufig sein, denn sonst dürfte die Lektüre schnell ermüdend werden. Und das Ganze findet in einer altertümlichen, der damaligen Zeit angemessenen Sprache statt. Willst du sagen, dass Ricarda Hoch die Sprache des 17. Jahrhunderts nachempfindet in ihrem Roman? Ja, ganz bewusst. Sie empfindet diese Sprache nach, sie imitiert sie. Sie ist häufig auch alten Quellen und Protokollen entnommen worden. Dann ist die Sprache ja nochmal 150 Jahre älter als Goethe und Schiller. Ja, auf jeden Fall. Sie ist aber gut verständlich. Aber es braucht schon Konzentration. Also sie hat quasi in ihrem Werk versucht, ein Werk zu schreiben, was auch schon Anfang des 17. Jahrhunderts hätte geschrieben werden können, von einem, sag ich mal, das Zeitgeschehen beobachtenden Dritten. Ja. Ist sie, würdest du sagen, neutral? Schildert sie viele Seiten? Hat sie viele, ich nenne es mal, europäisch-internationale Quellen? Also das Interessante ist, es kommen kaum Schlachtenschilderungen vor. Ja, und wenn dann Schlachten geschildert werden, dann lapidar in 2 bis 3 Sätzen. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den Klassikern des 30-jährigen Krieges. Friedrich Schiller, Cicely Wedgwood, Golo Mann und natürlich Herfried Münkler, die explizit und detailliert auf das Schlachtengeschehen eingehen. Was auch auffällt, es ist keine Konzentration nur auf Wallenstein und Gustav Adolf, was ja auch wie ein roter Faden die Schilderungen sonst durchzieht. Stattdessen sind es viele Biografien von den Helden und Schurken des Alltags. Es wird immer wieder die kleine Frau, der kleine Mann, die meist hilflos in diesem grausamen Geschehen stehen, dargestellt. Das kommt mir wieder sehr zu Pass, weil ich selber überhaupt nicht gerne über Schlachten und Co. lese.
Hättest du Lust, uns ein paar Beispiele über Personen zu geben, die in dem Roman ausführlicher geschildert werden? Ja, sehr gerne. Es beginnt in der Frühphase dieses Krieges. Die Kaiser Rudolf und Matthias, zwei unfähige Brüder aus dem Hause Habsburg, werden vorgestellt. Dann folgen Ferdinand II. Und sein Vetter Maximilian, hier in Bayern hochbedeutend, der Kurfürst Maximilian. Sie werden skizziert als zwei ehrgeizige Aufsteiger, die sie auch waren. Dann wird beispielsweise völlig neben diesem Geschehen Johannes Kepler, das wissenschaftliche Genie dieses großen Astronomen, beleuchtet. Seine Mutter, die in dieser Zeit als Hexe verfolgt wurde und nur haarknapp dem Scheiterhaufen entkam. Es wird der Jesuitenpater Graf Spee vorgestellt, der sich zum Verteidiger der Hexen entwickelte, weil er diese undurchsichtige Beweis- und Prozessführung nicht mehr bereit war zu dulden, weil sie allen naturwissenschaftlichen Standards hohn sprach. Es wird auch Heinrich Schütz, der große Komponist und Kirchenmusiker, in vielen Anekdoten erwähnt. Könntest du eventuell die historischen Episoden des Romans, also die, ich nenne mal die zeitliche Abfolge über die 30 Jahre und die wichtigsten historischen Ereignisse, die uns vielleicht sogar als Leser im Gedächtnis sind, könntest du sie vielleicht etwas schildern? Das mache ich gerne, wobei das natürlich beim 30-jährigen Krieg eine echte Herausforderung ist, weil da könnten wir jetzt im Prinzip 3 Tage darüber reden und auch 3 Nächte. Ich versuche es mal auf das Nötigste herunterzubrechen, glaube aber, das wird mir nicht gelingen. Die Frühphase des 30-jährigen Krieges, der sogenannte Böhmische Krieg, ist dadurch gekennzeichnet, dass Friedrich V. von der Pfalz zum böhmischen König berufen wird. Damit provoziert er das Haus Habsburg, insbesondere Kaiser Ferdinand II. Und seinen bayerischen Vetter Maximilian, beides Hardcore-Katholiken. Die Schlacht am Weißen Berge endet mit einer schmählichen Niederlage für Friedrich V. Das ist die Flucht des Winterkönigs und seiner englischen Frau aus Böhmen. Und nun nutzen natürlich Ferdinand und Maximilian die Gelegenheit, das ganze Reich zu rekatholisieren. Sie eilen unter ihrem Feldherrn Tilly von Sieg zu Sieg, aber der Widerstand der Protestanten wird stärker und die Protestanten haben mächtige Freunde. Die Niederlande und England leisten finanzielle Hilfe. König Christian IV. Von Dänemark greift mit Soldaten ein. Trotzdem befinden sich die Katholiken weiterhin auf der Siegerstraße. Wallenstein, ein strategisches und logistisches Genie, beginnt Tilly den Rang abzulaufen. Also es gibt auch so eine Konkurrenz zwischen den Feldherren. Schweden wird Kriegspartei. König Gustav Adolf gelingt ein Erfolg nach dem anderen. Und nun befindet sich der Kaiser in allerhöchster Not. Die Schweden besetzen München. Wallenstein wird gerufen, angefleht, er möge kommen, nachdem er zuvor verstoßen wurde. In der Schlacht von Lützen findet Gustav Adolf den Tod. Das ist übrigens interessanterweise die einzige kriegerische Auseinandersetzung, die Ricarda Huch näher beschreibt. Und da möchte ich ein kurzes Zitat bringen, das ich so interessant finde. Der Papst, also großes Ausrufezeichen, hört vom Tode Gustav Adolfs und er trauert aufrichtig um den Vorkämpfer des Protestantismus. Zitat: Er ist der außerordentlichste Mann, der je gelebt hat, sagte der Papst, indem er sich die Augen trocknete. Er überragte in der Tat Cäsar und Alexander, da er ihnen an Tapferkeit und Schlachtenruhm nicht nachstand, an Tugend und Frömmigkeit aber von ihnen nicht erreicht wurde. Beide, der Papst und Gustav Adolf, hatten mit Spanien und Habsburg einen gemeinsamen Feind. Also es zeigt, wie die Koalitionen war. Es ist ein Sinnbild für die sich immer paradoxer gestaltenden politischen Koalitionen während dieses mörderischen Krieges. Jetzt hast du aber auch wieder sehr viele sehr bekannte Personen. Ich glaube, die Namen kennt fast jeder. Du hast vorher aber gesagt, in dem Roman werden ausdrücklich auch viele Geschichten der einfachen Leute geschildert, des einfachen Volkes.
Es werden sehr viele Einzelschicksale beschrieben. Ein bekannteres beispielsweise die Brandschatzung der Stadt Magdeburg, von den Protestanten unseres Herrgotts Kanzlei genannt. Diese Stadt hoffte auf den Beistand des Schwedenkönigs vergeblich. Es kommt zum schlimmsten Massaker des Dreißigjährigen Krieges. Die Stadt wird, wie man heute sagen würde, abgefackelt. Unter den Trümmern liegen mindestens 25.000 Bewohner. Ganz Europa reagiert mit Entsetzen. Also hier wurde eine ganz neue Eskalationsstufe der Gewalt erreicht. Und Ricarda Huch schildert dies mit großer Eindringlichkeit in vielen Anekdoten, aber auch immer nur auf wenigen Seiten. Und sie schildert das sehr lapidar, fast schon wissenschaftlich. Also das gibt diesem Werk so seine ganz eigene Note. Man wird mit seinen Gefühlen alleingelassen. Geschildert wird aber auch das Schicksal der hungernden, schlecht bezahlten Soldaten. Diese holen sich mit blanker Gewalt, was man ihnen nicht gibt. Und die gequälten Bauern rächen sich blutig und sie schlachten verwundete Söldner erbarmungslos ab. Gewalt, Hunger und Seuchen sind allgegenwärtig. Es kommt zu Fällen von Kannibalismus und das fand ich am schlimmsten, der Verbrennung von Hexen und ihren Kindern. Das sind kurz Berichte, die sind dermaßen schmerzhaft, die gehen so unter die Haut. Also ich konnte sie kein zweites Mal mehr lesen. Also darf ich sagen, dass für eher zart beseitete Leser das Buch nicht geeignet ist, weil es so grausam ist in vielen Teilen. Es schildert sehr distanziert Szenen, die man als mörderisch und grausam bezeichnen muss. Und da braucht man schon einen langen Atem, weil Ricarda Huch das bis ins letzte Detail schildert. Und am Ende 1648, damit endet auch Ihr Roman mit dem Westfälischen Frieden, oder? Nein, er geht noch ein bisschen darüber hinaus. Also dieser Schlussteil ist, das ist das dritte Buch, also der dritte Band dieser Trilogie ist meines Erachtens am schwächsten. Man merkt dann schon, sie will zum Ende kommen, die Autorin. Die Schweden werden bei Nördlingen vernichtend geschlagen. Nun greifen die Franzosen in den Krieg ein. Der Krieg tritt in seine grausame Endphase. Dennoch keimt Hoffnung auf, denn in Münster und Osnabrück finden ernsthafte Friedensgespräche zwischen den Parteien statt. Auch hier wäre es interessant gewesen, man hätte etwas mehr über die Hintergründe erfahren, auch über die juristischen Hintergründe der Friedensschließung, die ja hochinteressant sind und waren. Und um deine Frage zu beantworten, das Buch endet 2 Jahre nach dem Westfälischen Frieden, nämlich im Jahr 1650. Noch immer ziehen versprengte Truppen durch die Lande und noch immer quälen sie die Bevölkerung, aber, und das ist der große Unterschied, die Staatsmacht gewinnt das Gewaltmonopol zurück. Von jetzt an sorgen Soldaten für Recht und Ordnung. Und das Buch schließt mit einem Epilog. Eine Pfarrerstochter wird von Marodeuren ermordet. Es erscheinen katholische Truppen, was bis vor kurzem ein Schreckensruf gewesen wäre. Sofort nehmen sie die Verfolgung des Täters auf, fassen ihn, seine Hinrichtung wird angeordnet. Der Pfarrer, ihr Vater, vergibt dem Mörder. Das Buch endet mit einem gemeinsamen Abendmahl der nun nicht mehr verfeindeten Parteien, was durchaus als christliche Metapher gesehen werden kann. Also, wenn ich jetzt den Roman als Roman ansehe, den man auf viele Etappen liest, hat man danach einen sehr, sehr guten Eindruck vom Dreißigjährigen Krieg? Sehe ich das richtig, ja, Markus? Ja, absolut. Ich sehe das auch so. Er ist ja lesenswert, weil es mal eine ganz andere Herangehensweise an dieses deutsche Urtrauma ist. Ja, denn das ist der Dreißigjährige Krieg. Er ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber unbedingt lesenswert. Für jemanden, der sich mit der Geschichte gerne beschäftigt. Danke, Markus. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.